Gechem fängt die Pfälzer Sonne ein. Mehr als 3000 Quadratmeter Solarmodule sparen jährlich 284 Tonnen CO2 ein. Fast ein Drittel ihres Strombedarfs produziert die Firma selbst. Ja, das hat was zu tun mit dem Thema Bewusstsein. Wir haben nur diese eine Erde und mit der muss man sorgsam umgehen. Und das Zweite ist natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit zu schaffen in der Energieversorgung. Mehr als 1800 Solarmodule auf den Dächern von Gechem können eine Höchstleistung von 631 Kilowatt Peak erzeugen und sorgen dafür, dass die Altleininger Firma fast ein Drittel ihres benötigten Stromes selbst produziert. Die 250 kW großen Speicher reichen aus für eine Notlage. Übermengen oder der Ertrag an produktionsfreien Tagen werden ins öffentliche Netz eingespeichert. Das soll aber erst der Anfang sein, denn schon bald könnte die Produktion sogar energieautark sein. Die Vision für diese Wiese neben dem Werksgelände ist schon da. Auf der will ich eine Agri-PV-Anlage installieren, etwas aufgeständert, dass Schafe drunter weiden können, Wasser dann auffangen, was von den Modulen abläuft, und dann eigene Wasserstoffanlage machen, um unseren Betrieb autark zu machen. Gechem energieautark? Nur noch eine Frage der Zeit.